Wenn ich mir jetzt anschaue, dass die ganze Welt Rückenschmerzen hat, dann muss man sagen, dass die Therapien nicht funktionieren, die uns angeboten werden. Und man muss einfach anders arbeiten. I'll be back playing basketball in no time. Pretty excited because I've never seen anything like this before in my life. I felt like an owl. I felt like I could turn my head in a complete 360 degrees. She truly found the reset button. Angie's technique is the best I've ever come across. She proceeded to push at a level that was beyond anything I could imagine. It's an absolute must. Was ich dann an der Wirbelsäule sehe, ist Chaos, das ich einfach nur ordnen muss. Schmerzen wegzukriegen ist ganz einfach. Das heißt aber noch nicht, dass dann die Wirbelsäule perfekt ist. Weil, wie gesagt, das ist nur ein Symptom von vielen. Und in einer richtig gut behandelten Wirbelsäule steckt ein Riesenpotenzial. Stellen Sie sich vor, es würden Außerirdische auf der Erde landen. Und die würden eine Untersuchung anstellen wollen im Sinne der Ethnomedizin. Das heißt, die würden um die ganze Welt herumreisen, jeder woanders hin. Und sie würden untersuchen, was denken die Menschen eigentlich über dieses Organ Herz. Und sie würden dann auch in der Geschichte auch hineingehen, in die Geschichte hinein und auch in den verschiedenen Kulturen, auch dort nachfragen, was dachten die Menschen denn früher über das Herz? Und dann kämen die zusammen zu einer Konferenz wie wir hier und jeder würde berichten, was er gehört hat, dann würden im Grunde alle sagen, dass das Herz irgendetwas zu tun hat mit der Seele. Da gibt es unterschiedliche Nuancierungen von Kultur zu Kultur. Und einer würde aufstehen, der würde sagen, ich war an den abendländischen Universitäten und da wird seit 250 Jahren gelehrt, das Herz ist eine Pumpe. Und an den Universitäten wird gesagt, nur diese Ansicht ist richtig und alle andere Ansicht wäre falsch. Sind solche Aussagen wie, das Herz hüpft einem vor Freude oder es liegt einem was auf dem Herzen oder ich habe ein gebrochenes Herz. Also all diese Fragen oder all diese Aussagen, die unsere Sprache kennt, die auch andere Sprachen kennen, sind diese Aussagen nur romantische Spielerei oder steckt da was dahinter? Und Sie wissen, dass viele Leute eine falsche Idee hatten über MMS. Also es gibt viele Kritiker da draußen und einige Regierungen, die gesagt haben, dass MMS Bleichmittel ist. Aber das ist natürlich sehr, sehr gefährlich für eine Regierung, so etwas zu sagen, weil wer weiß, wer dieser Regierung glaubt, wer diese Kritiker glaubt, die behaupten, dass MMS ein Bleichmittel ist. Wenn die Leute anfangen, der Regierung zu glauben und den Kritikern zu glauben, das bedeutet, dass sie sagen werden, meine Güte, diese Menschen erzielen so großartige Ergebnisse mit Bleichmittel, dann besteht die Gefahr, dass die tatsächlich echtes Bleichmittel an ihre, zum Beispiel an die Kinder oder an ihre Tiere verabreichen. Insofern ist es sehr, sehr gefährlich, dass die Regierung und dass die Kritiker behaupten, dass MMS Bleichmittel ist. Ich möchte jetzt ganz besonders darauf hinweisen, dass es nicht annähernd der Fall ist. Bei mir hat es Klick gemacht. Und ich habe gesagt, ich kann nicht länger nur zuschauen. Es geht nicht. Was ich möchte, ist die Daten richtigstellen. Ich habe Jim damals kennengelernt, nachdem ich geheilt wurde, habe ihn besucht auf der Domrep. Als allererstes bin ich davon ausgegangen, ach ja, Quacksalber, will nur Kohle machen, Abzockerei, wie immer. Ich bin hingekommen, habe ihn interviewt, er erzählte mir genau das, was er heute auch erzählt hat. Habe ihn aufgenommen und war baff. Und tja, ich habe ein Buch drüber geschrieben, was aus rechtlichen Gründen ein fiktiver Roman ist. Ich muss mal eins klarstellen hier. Wir leben in einem System, wo eins prämiert wird: Lernen. Keiner prämiert Verstehen. So, du erzählst mir hier etwas über Therapien oder über ein Medikament, das gegen Krebs wirkt. Und es ist illegal? Ja, leider, es ist illegal. Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, BfArM, hat Ukraine
als bedenkliches Arzneimittel eingestuft, weswegen das Inverkehrbringen und die Anwendung an Patienten in Deutschland ausnahmslos verboten ist. Es gibt Studien in all diesen Ländern und aus diesen Ländern mit mehr als 160 wissenschaftlichen Publikationen. Da soll mir einer sagen, das Zeugs wirkt nicht. Diese Angelegenheit beim BfArM gehört in die Hände eines Rechtsanwalts und ich habe gestern Abend noch ausführlich mit Dr. Nowicki darüber gesprochen, dass man mithilfe dieses Rechtsanwalts gegen die Auffassung des BfArM angegangen werden muss, denn das kann so nicht stehen bleiben. So, schauen wir uns mal eine biologische Konfliktsituation in der Natur an. Das ist sicherlich für den Elefanten eine Todesangst-Konfliktsituation. Darauf reagieren die Alveolen der Lunge. Das sind die Zellen, die quasi den Sauerstoff aus der Luft in den Körper befördern. In dem Moment, wo das Sonderprogramm hier gestartet wird, können wir eine Überfunktion dieser Zellen feststellen, was dafür sorgt, dass dann mehr Sauerstoff von der Lunge in den Körper geht, damit also das Wegrennen vor der Gefahr besser ermöglicht ist. Bei uns heute ist es selten so, dass uns ein Löwe verfolgt, also bei mir zumindest. Trotzdem ist es möglich, dass wir dieses Sonderprogramm starten. Was ist das heute? Ja, heute ist das vielleicht eine Diagnose, wenn der Arzt Ihnen sagt, Sie haben eine gefährliche, sich ausbreitende Krankheit und Sie haben 20% Überlebenschance. Ja, dann ist dieserjenige, sehr gut möglich, komplett in dem Sonderprogramm der Todesangst. Er fühlt sich im Grunde nicht anders als der Elefant, der vor dem Löwen wegrennt. Mit dem entscheidenden Unterschied, diese Szene ist in der Natur nach Minuten vorbei. Denn entweder ist der Elefant gefressen oder die Familie des Elefanten hat den Löwen verjagt und der Kleine überlebt. Aber es dauert sicherlich nicht, wie das bei uns Menschen dann möglich ist, Tag und Nacht über Wochen, Monate. Ja. Wenn dieses Programm länger andauert, dann haben wir nicht nur eine Überfunktion der Alveolen, sondern wir haben auch noch eine vermehrte Zellteilung. Es bilden sich neue Alveolenzellen, die quasi dann noch mehr Sauerstoffaufnahme für den Organismus ermöglichen sollen. Und die sehen wir dann einige Wochen später im Röntgenbild und das sind Lungenrundherde. Das sind Informationen, die so wichtig sind, die aber in der Forschung eigentlich überhaupt nicht beachtet wird. Patienten denken immer, was mache ich falsch in meinem Leben, damit ich jetzt krank bin? Oder ich bin 40 Jahre alt und habe chronische Müdigkeit. Und es reicht nicht, euer eigenes Leben anzuschauen. Ihr müsst das Leben der Mutter, des Vaters und der Großeltern und der Urgroßeltern anschauen, weil dort höchstwahrscheinlich der Ursprung liegt. Ja, und wir wissen, dass die zwei Weltkriege, die hat es früher nicht gegeben. Kriege in diesem Ausmaß und diese Unmenge an nicht therapierten, posttraumatisch geschädigten Vätern und Müttern, die wir alle hinter uns haben, hat es in der ganzen Geschichte nicht gegeben. Und es kann ein großer Mitgrund sein für den enormen Zuwachs an chronischen Erkrankungen, den wir heute haben. Fürchte dich nie. Nie. Nicht, sondern nie. Und das ist nach allem, was wir jetzt über die Epigenetik gehört haben, schon in zwei Vorträgen, natürlich sehr schwierig. Wir sind geprägt von Ängsten in unserer Zeit. Ängste vor Krankheiten, Ängste vor dem Werteverfall des Euros und was weiß ich. Ängste, Ängste, Ängste. Diese ganzen kleinen Pünktchen sind Phytoplankton. Der Zooplankton isst jetzt die Phytoplanktonen, verdaut diese und scheidet diese Flüssigkeit aus, dass das Plasma von Quinton ist. Diese Flüssigkeit ist sehr reich an Mineralien. Hier können wir alle Mineralien, alle Elemente, die unser Körper braucht, herausfiltern. Und so erlangen wir diese Konzentration von Mineralien im Wasser. Ich bin über die schwarze Salbe vor ungefähr 20 Jahren gestolpert, eher als ein Unfall. Also ich hatte einen Grund dafür, ich musste meiner Mutter helfen. Und mein Bruder hat dieses schwarze Zeug mitgebracht, das ich noch nie gesehen habe und sagte, das könnte helfen. Also haben wir so ein bisschen das an Mama ausprobiert und es hat irgendwie auch geholfen. Dann habe ich es irgendwie an mir selbst ausprobiert. Ich hatte selbst nicht die beste Haut. Und es hat irgendwie funktioniert und das eine führte zum anderen und ich habe immer mehr die schwarze Salbe benutzt, auch als Kliniker in Australien.
Also mein Enthusiasmus war nach vielen Monaten sehr groß, sodass ich im Radio dafür geworben habe. Hey, wollt ihr was, um euren Hautkrebs zu reparieren? Kommt zu unserer Klinik. Und bevor ich es wusste, kamen auch schon die Autoritäten vorbei aus Sydney, die gesagt haben, sowas können sie im Radio nicht sagen. Und dann musste ich auch teure Strafen zahlen. Und wenn ich das nochmal sagen würde, muss ich ins Gefängnis. Sie haben mir gedroht mit 2,5 Millionen Dollar Strafen. Also versuche ich, also ich bin jetzt eher ein Journalist und ein Zuschauer und zeige euch, was die Leute so mit dieser schwarzen Salbe für sich selbst tun, mit Hautkrebs. Was ich bei meinem Sohn letztes Jahr festgestellt habe, ist, dass sein Sozialverhalten sich verbesserte im letzten Jahr. Und hier mit dieser Methode, da wollte er sogar mit anderen spielen. Der verließ das Becken, um mit anderen zu spielen. Und Brad hat auch einige sehr, sehr eindrucksvolle Ergebnisse erzielt. Hier sind wir bei der Anzahl der Patienten, die an die Ethikpunkten einen niedrigen Wert erlangt haben. Sie sollten die Kinder beobachten, wie ihr Fortschritt ist. Und ein ATEC zwischen 0 und 10 bedeutet, dass sie frei sind von Autismus. Und 10 und höher bedeutet natürlich, dass es noch da ist. Also sie verlieren ihre ATEC-Punkte relativ schnell. Die Studien, die du gezeigt hast, sind Studien gewesen, ganz klassisch schulmedizinisch. Sie liegen vor, sie könnten theoretisch auch im Bereich der Schulmedizin zur Kenntnis genommen werden, denn es sind ja keine esoterischen oder wie auch immer. Es sind ganz klassische. Wieso passiert das nicht? Das ist eine sehr gute Frage. Wir müssen einsehen, chronische Krankheiten und Autismus ist eine chronische Krankheit, bringt viel Geld und kostet viel Geld.